meine Sperren melden, dass euer Raketenzug sicher in den Hangar eingefahren ist. Freut mich zu hören, Paddock. Das waren meine guten Neuigkeiten. Ihr habt noch einen Job. Besorgt die Zielpeilsender des Hammers. Peilsender? Für den Hammer der Morgenröte? Unser System basierte auf Zielpeilsendern. Ich wollte darüber nichts sagen, bis klar war, dass du an die Rakete kommst. Und wo sind diese Sender? Im Südwesten, eine Kosmonautentrainingsanlage. Eins ist klar, ohne diese Peilsender gibt's auch keinen Hammer der Morgenröte. Okay, sind dran. Überrascht uns noch jemanden die Größe der Rakete? Sie ist riesig! Raketen sind groß. Kennst du den ballistischen Koeffizienten, um Luftwiderstand auszugleichen? Nein. Kenn ich nicht. Naja, er ist hoch. Daher die Größe. Sag mal, wie ist es eigentlich, Sachen zu wissen? Sonst interessieren. Dann schul dich in deiner Ignoranz, Mann. Nicht mein Problem. Ganz deiner Meinung. Danke. Also Kate, deine Kopfschmerzen, sind sie wirklich weg? Ja, sie sind abgeklungen, als die Materialchen starb. Und diese Idee mit deiner Mutter, dass sie... Das ist keine Sache. Ich sah sie. Oder das, was aus ihr wurde. Ich glaube, das ist der Wasserturm, den Paddock meinte. Sehen wir uns das an. Wie Jin wohl reagieren wird, wenn sie erfährt, dass wir den Hammer online bringen. Mal wieder. Siedlung 2 hat ihre Meinung ein wenig geändert. Natürlich nicht dank mir. Ich frage mich oft, woher sie eigentlich den Riesenstock im Arsch hat. Captain Phoenix sagt dazu nur kein Kommentar. Paddock, Baird, wir gehen zur Trainingsanlage und holen die Sender. Gut zu wissen. Wir sind bereit. Was ich mich frage, wie konnte all der UUR-Weltraumkram geheim gehalten werden? Also, wie genau hat die Corps das geschafft? Ganz einfach, weil die Corps die Zeitung kontrolliert hat. Weil Historiker eine Erlaubnis gebraucht haben, Bücher zu schreiben. Geheimnisse? Geheimnisse sind leicht zu wahren. Ja, da sind wir uns wohl alle einig. Krass, seht euch diesen Krater an. Was zum Teufel war das bloß? Die Corps war das. Ich habe mit einer Leichtmassenrakete auf uns geschossen. Kurz bevor wir die Kontrolle über die Anlage gehabt hätten. Moment mal, was? Die Corps? Ich dachte, das wäre ein UOR-Bürgerkrieg. Verlierer schreiben nie Geschichte, Vasgari. Gerade du solltest das wissen. Toll, dass du meine Volkszugehörigkeit da wieder reinbringst. Danke dafür. Okay.
Okay, Paddock, wir sind hier. Hör zu. Während des Angriffs war ich mir sicher, dass die Peilsender irgendwo hier sind. Aber das Computervirus hat uns aus allen Gebäuden ausgesperrt, bevor ich sie erreicht habe. Bis dein Bot das korrigiert hat, kannst du sie eh nicht erreichen. Hörst du das, Kumpel? Unser Schicksal in dein Metallhemd. Such ein Terminal mit Zugriff auf Sicherheitsbüro der Lobby. Was, wenn dein Bot einen Impuls sendet? Vielleicht finden wir so einen Weg hinein. Jack, Impuls! Können wir Jack durch den Belüftungsschacht schicken? Jack, vielleicht kommst du durch den Belüftungsschacht in die Sicherheitszentrale. Pedder, sollen wir suchen, wenn der Virus erledigt ist? Was sind Refugiengebäude? Die Peilsender waren wohl dort versteckt. Zentrifuge, verstanden. Aber mach schnell. Ein Sturm kommt auf dich zu. Sekirovka, jetzt Signal. Einrichtung aktiviert, Delta. Ich wusste, Jack ist gut. Kinderspiel. Paddock, Jack hat den Virus geknackt. Wir sind drin. Dann hast du jetzt vollen Zugriff auf die ganze Anlage. Dürfte die Zentrifuge sein. Ob Sturm oder nicht, wir gehen darüber. Ein gutes Zeichen. Ein Kondorwrack. Hey, Barrett. Hast du zufällig meinen Kondor verloren? Eigentlich mehrere. Während ich Waffen zu einem gewissen frühesten Freund von mir geschleust habe. Nehmt, was ihr findet. Okay. Verstanden. Unglaublich, dass Baird ein Waffenschmuggler ist. Du kannst dir nicht vorstellen, dass Baird etwas Geheimes getan hat? Echt jetzt? Ja, gut, wenn du das so sagst. Sieht wohl so aus, als müssten wir den Sturm durchqueren. Beeilen wir uns. Sind noch keinem Schwarm begegnet. Das ist ein gutes Zeichen. Erwarte nicht zu viel nach Paddocks Bürgerkrieg und bei dem Wetter könnten sie überall sein. Du hattest recht. Da ist er! Ein Zion! Und da ist eine Bastion! Na los, erledigen wir die Arschlöcher! Feind abgeschaltet! Hab dich! Kaputt, Jack!
Okay, alle Schwarmärsche gesäubert. Ich weiß, wie das gerade klappt. Ja, wir sollten einfach weitergehen. Okay, das wäre nett. Zu mir, hier hoch. Hey, damit wird's gehen. Schalenraumanzüge? Wie fortschrittlich war das Programm der UU? Okay, alle Ausgänge sind versperrt. Was jetzt? Jack, aktiviere den Kran. Tja, das war wohl nichts. Dann versuchen wir einen anderen. Jack, Kran. Geschafft! Hoffentlich klappt's mit dem hier. Alles klar, Jack. Auf ein neues. Rein mit dir, Jack. Da haben wir's. Wir kommen hier raus. Wenigstens gibt es noch ein paar normale Divis. Los, hier entlang. Vorsicht! Passt auf, da ist noch einer.
nicht sehr lange! Alle erledigt! Gehen wir rein! Hilf mir beim Aufmachen! Wir sind drin. Zum Teufel sind die Peilsender. Sicherheitskameras checken. Na, wen haben wir denn da? Scheiße, noch mehr. Leute da, die Peilsender stecken in der Kapsel. Stimmt, wie kriegen wir sie da raus? Wir könnten den Arm rüberschwingen, hier ist eine Plattform. Probieren wir's. Jack, leg dich mal ins Zeug. Centrifuge Kapakiano. Stoje mix. Unfassbar, dass das Schrottteil noch geht. Sie wird nicht langsamer. Hey, Bob, was hast du getan? Keine ist älter als du, Mann. Jack kann keine Wunder vollbringen. Wie wär's mit einer Notbremse? Das sind Steuerelemente. Okay, sie sind aktiv. Hey, mir ist das egal. Kümmere dich um die Fehlfunktionen. Okay, kümmern wir uns um das Ding. Helft mir mal, wir müssen zusammenziehen. Verflucht! Warum bringt das nichts? Die Bremsen könnten hinüber sein. Darum kümmern wir uns später! Schwarm! Vernichtet!
Tot! Achtung, Granate! Franco! Erwischt! Achtung, sie beschleunigen! Leute, da drüben, Pescher! Scheiße! Ausfall! Oder nicht? Gut, das hat doch geklappt. Vielleicht. Jack soll bestätigen, dass die Peilsender okay sind. Los! Jack, sag mir, dass die Peilsender okay sind. Gott sei Dank. Paddock, Bert, die Sender sind sicher. Sie sind außerdem wesentlich größer als gedacht. Die kriegen wir nie im Leben alle aufs Skiff. Meine Leute transportieren sich. Gut, aber Delta, ich brauche so schnell wie möglich einen hier, um ihn mit unserem Netzwerk in New Ephira zu kalibrieren. Schafft ihr das? Ja, ich schlepp das Ding zum Skiff. Och, Mann, echt schwer. Alles klar, Bert. Wir gehen zurück. Paddock, schick deine Leute, damit sie, wenn möglich, die übrigen Sender einsammeln. Delta, zurück zum Skiff. Weißt du, wenn Paddock Leute hierher schickt, sollten wir wohl den Rest des Schwarms vernichten. Er hat heute schon genug Leute verloren. Sorry, Leute, aber im Gefecht bin ich gerade eher nutzlos. Bleib bei mir, Kumpel. Ich geb dir Deckung. Okay, los geht's. JD, alles klar? Ja, geh einfach voraus. Also der Sturm wird nicht besser, eher schlimmer. Nicht schade, wir gehen wieder rein. Okay, Delta, der Ausgang ist auf der anderen Seite. Warnen Sie sich, Leute! Geh hinter diese Sandruhr-Dinger! Das nennt man Pulgurit. Ist doch Jacke wie Hose. Die Tür ist zugeschweißt! Jack, schneid die Tür auf und zwar schnell! Überraschung! Noch mehr vom Schwarm! Dann halten wir sie auf!
sind Science! Und sie haben das Klonen! Nicht mehr lang! Schalten wir sie aus! Okay, das Schiff ist nicht mehr weit. Ja, das sagst du so einfach. Wie geht's dem Peilsender? Unbeschädigt. Das ist das Wichtige. Du musst wirklich gut drauf aufpassen. Ja, ja, schon klar. Schicksal der Welt. Kein Druck. Hört ihr? Der Sturm lässt nach. Ja, jetzt, wo wir durch sind. Los jetzt. Wir sollten zum Skiff. Faz, Del. Einer von euch muss kurz helfen. Los, Delta. Gehen wir zurück zum Skiff. Weißt du was, Kate? Du bist ziemlich gut in dem ganzen Führungskram. Ich versuche gar nicht, in irgendwas gut zu sein. Ja, und deshalb bist du gut darin. Wenn wir den Corporal genug gebauchpinselt haben, sollten wir entscheiden, ob wir zum Flugplatz zurückkehren oder nicht. Faz hat recht. Oh, Mann. Das zu sagen tut mir echt weh. Zum Glück passiert das nicht so oft. Etwas verstehe ich nicht. Das war ursprünglich nicht immer UUR-Gebiet. Warum haben Sie Ihren Hammer der Morgenröte so nah an der Grenze zur Chor gebaut? Vascari-Technologie, mein Freund. Dafür sind wir bekannt. Wir erfanden den Transistor, den Mikrochip. Und während wir die Welt zivilisierter machten, erfanden die werten Nachbarn natürlich Panzer, Gewehre und Raketen. Schätze mal, die UUR marschierte ein, fand nette Anlagen und sagte: Oh, hallo, das gehört uns, verpisst euch und tschüss. Ich meine, wo ist der hinterhältigste Ort, um deine Superwaffe zu bauen, hm? Gleich an der Grenze zum Feind. Brillant. Bin drauf. Sind Paradox-Nomaden in der Lage, die übrigen Sender zurückzubefördern? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, sie wirken recht zäh, aber die Wüste ist gnadenlos. Zu jedem. Berg vertraut Paddock, wir vertrauen Berg. Gemäß Äquivalenzrelation vertrauen wir also Paddocks Nomaden. Die Was? Bücherfass. Die stecken voller Wert. Ideen. Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wie wär's damit? Wir vertrauen Paddock und sein... Bis etwas dagegen spricht. Und bisher alles okay. Von mir aus? Ist was aufgefallen? Der Schwarm scheint anders, schlauer, trickreicher. Ja, und er hat coole neue Waffen und Rüstungen. Paddock hat uns davor gewarnt. Er meint, es hat vor ein paar Tagen angefangen. Als wir am Mount Kadar waren. Halt, meinst du, es hängt zusammen mit... Mit der Rückkehr ihrer Königin? Ja, das weiß ich. Und es wird nur noch schlimmer, wenn wir den Hammer nicht online kriegen. Da ist schon der Flugplatz. Pack das Gift so nah du kannst. Das Ding ist schwer.
So sieht man sich wieder. Bringen wir das Ding zu Baird. Geh voran. Paddock, wo ist Baird? Hinten. Er hat mir die neue Modifikation erklärt, die er für euren Bordfreund gebaut hat. Es war so öde, dass ich mal raus musste. Wahrscheinlich sollten wir diesen Sender schnell abliefern. Und du glaubst nun, das wird die Welt retten? Baird, wir sind mit dem Sender hier. Ausgezeichnet, wir sehen uns dann. Moment, wenn Baird mit dem Sender nach New Ephira, wie kommen wir dann zu? Leg den Zielpeilsender ab. Ich kümmere mich gleich darum. Gerne. Hey, Baird. Zeit zu reden? Also, hör mal. Du hast eine Rakete zu starten und ich muss zurück nach New Ephira. Ja, stimmt. Natürlich. JD, alles gut. Ich arbeite mich durch. Wir sprechen später. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Paddock sagt, du hast an was gearbeitet? Genau, ein neuer, verbesserter Schildprototyp für Jack. Los, installier ihn. Installiert. Dann erzähl mal. Er ist ziemlich interessant. Erst baut er ein ionisiertes Vektorfeld. Berg, keine Vorträge, komm hier raus! Schwarm in Anmarsch! Kurzversion der Stoppkugel. Jetzt raus und benutze es! Gerta, komm schon! Du hast das nie getestet? Schieße! Eine Rauftaucht muss dafür bezahlen. Kommt!
Check, bring. Säubert die Piste, sonst kommt Bert nirgendwo hin. Los, Delta, lass nicht nach! Wir haben in der Scheißwüste noch was zu erledigen. Okay, Delta. Zurück aufs Skiff. Also, machen wir jetzt weiter? Hoffentlich!
die die anderen Fallsender transportieren. Du musst sofort dorthin. Der Konvoi wurde angegriffen. Wo? In der Nähe. Die letzte Nachricht kam aus der alten Stadt. Alles klar, sind dran. Mann, den Nomaden ist nichts vergönnt. Seht ihr das? Da vorne ist Rauch! Scheiße, das ist der Konvoi! Okay, gehen wir rein und sehen nach, was wir hier finden. Da, sie kämpfen noch! Wir müssen ihnen helfen! Noch so ein verdammtes Vieh! Alles klar. Checken wir die Sender. Sie sehen nicht beschädigt aus. Jetzt sieht sie mir da. Zamboropal, Ekindur, Eki. Paddock, Kumpel, hörst du das? Er sagt, die Sender sind sicher. Ich schicke Leute zur Abholung. Und keine Sorge, sie werden gut bewaffnet sein. Dann los, ab zu eurer Rakete. Okay, Delta Ende. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Delta, ich lege los. Ich melde mich. Okay, Bert. Gute Reise. Was ist jetzt der Plan? Der Hangar. Wir sollten die Rakete zusammensetzen. Hört sich gut an. Aber was ist mit Paddocks Nomaden? Sie haben viel für uns riskiert. Vielleicht sind wir ihnen dafür was schuldig. Klar. Aber wenn wir die Rakete nicht endlich starten, sorgen wir uns nicht mehr nur um Paddocks Nomaden. Ich bin startklar.
Wir müssen immer noch die Raketenspitze anbringen, oder? Wisst ihr, ich beschwer mich zwar manchmal. Oder oft. Oder oft. Danke, Dirk. Aber alles in allem habe ich hier eine richtig gute Zeit. Mein Fazit? 8 von 10. Jederzeit. Und es war gar nicht mal so schlimm, dich dabei zu haben. Gut, das akzeptiere ich mal. Die andere Seite. Beenden wir es. Paddock, wir sind zurück im Hangar. Alles sollte okay sein. Gut. Ich soll euch Bärs Hinweise vorlesen. Ich zitiere. Geht rein, aktiviert den Raketenmontageprozess, startet besagte Rakete und betet, dass die Satelliten kompatibel sind. Zitat Ende. Warte, du hoffst? Die Satelliten reden mit unseren? Was willst du von mir? Ich kann kaum einen Computer anschalten. Drück den Knopf und sieh, was passiert. Oh Mann, ich verstehe langsam, warum er die Rakete nie gestartet hat. Und da wären wir. Jedermann. Links Rakete. Wir sollten runter zur Plattform und Schalter umlegen. Ja, und sehen, was passiert. Wir hätten hier eine halbe Stadt verstecken können. Es ist riesig. Ja, da hat sich jemand ganz schön abgeplagt. Ich hoffe, das klappt. Paddock, die Rakete wird montiert. Vorsicht! Hier drin ist ein verdammter Häscher! Kerl. Weißt du, ich glaube, das war Absicht. Wen interessiert's? Wir müssen die Raketenspitze wieder startklar machen. Oh Mist, der Häscher wieder! Schiff! Ich bin gleich bei dir.
Ich schulde dir was. Ja, ich komme. Unterwegs. Ach, ja. Die Spitze neu ausrichten. Wir müssen zu den Satelliten hoch. Jack, richte das Teil aus. Alles klar, wir sind wieder im Spiel. Dann klettere auf die Rakete und dann direkt zur Startrampe. Anmarsch! Holt sie von der Rakete! Das doch alles ziemlich komplett.
Deine Dankbarkeit rührt mich wirklich zu Tränen, glaub mir! Aber zur Info, ich hänge hier an einem beschissenen Zug! Oh, stimmt, stimmt! Die Rakete wäre abgeliefert. Was jetzt? Jetzt richten wir sie auf. Per Hand, wie es aussieht. Wir müssen also den Kontrollraum finden. Ja, und den Start einleiten. Was? Und dann zurück zur Basis. Ach, verdammte Scheiße. Wenn mir einer gesagt hätte, wie viel Arbeit das ist, mit euch rumzuhängen. Okay, mal sehen. Die UUR hat das wahrscheinlich nicht für ein Jack-Interface konzipiert. Na gut, Jack, los geht's. Nicht so schüchtern. Okay, das ist doch genau das, was passieren soll, oder? Das macht's aber nicht weniger ungemütlich. Danke dir. Das war's auch schon. Hat irgendjemand eine Rakete bestellt? Wir brauchen eine Übersetzung. Warte mal kurz. Du hast uns gut geleitet? Schon möglich. Dann nicht los da. Jetzt! Los, los, los! Hey, hier runter! Los, los! Okay, das wird alles gut. Was zur Hölle ist das? Vorsicht! Hat jemand eine zündende Idee? Es ist der Quatsch, die Plattform! Wir sitzen in der Falle! Es muss wieder loslassen! Hey, was zum Teufel ist eine Trophäe? Hey, das ist unsere Chance! Klasse, in den offenen Stellen sind Egel! Hat ihm nicht gefallen! Los, nochmal! Noch einer offen! Achtet auf Egel! Es wird los! Scheiße! Gott, verdammt! Er kommt wieder zurück! Die Tracheen! Feuern, wenn sie offen sind! Nach unten!
verhindern. Schieß dahin, wo es weh tut. So eine Scheiße. Scharf, scharf. Knall die ab. Jack, Schiff! Jetzt! Schieß darauf! Jack, Schiff! Da! Eine offene Trachee! Es klappt! Los, nochmal! Jack, Schiff! Such eine Öffnung und schieß drauf! Der Letzte! Beschattet. Auf diesem Lift! Böse Sprung, du Kopasus. Okay, es das geht runter. Jetzt gesehen, ich schaffe ihn runter. Schläg gleich zu! Komm schon! Weiter!
sicher? Lauf weiter! Vielleicht finden wir es dann raus! Wir schaffen es nicht! Keine Kinder! Steig in den Boot! Ja, es ist fertig! Na los, komm schon! Scheiße! Komm schon! Zeig dich mal wieder zu retten! Warte, zählst du etwa mit? Ah!